Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Geschichte. Nein, nicht aus der Kaufmann und der Papagei heute, sondern aus der Zeitschrift für positive Psychotherapie. Ja, Heft Nummer 1, erster Jahrgang aus dem November 1979. Ich habe es ja schon dann und wann einmal erwähnt, dass der Kaufmann und der Papagei dieses Jahr 40 Jahre alt wird. Nämlich im März 1979 ist das Buch erschienen. Im März 2019 wird es also 40 Jahre alt. Und im November 1979 erschien zum ersten Mal diese wunderbare Zeitschrift als Organ der Deutschen Gesellschaft für positive Psychotherapie. Und in diesem ersten Heft ging es um Narzissmus, Störung oder Fähigkeit, Beispiele für eine transkulturelle Analyse, Verhaltenstherapie und positive Psychotherapie. By the way, all English speaking visitors, this story I'm going to read today will be not translated into English. Sorry. So if you like, and to if you want to improve your German, just stay tuned and listen. But tomorrow I'm going to read again an English story also. Und in dieser Zeitschrift ist eine wunderbare Geschichte erschienen. Diese Zeitschriften sind übrigens alle auf unserer Homepage zu finden, die ich hier unten noch einmal posten werde, www.dgpp.positum.org. Und da gibt es eine Abteilung Zeitschriften, da sind all diese Zeitschriften digitalisiert worden. Und ich lese heute die Geschichte, warum siehst du mich nicht so, wie ich bin, mit diesem wunderbaren Bild. Im Park des Palastes ließ sich ein Rabe auf den Ästen eines Orangenbaumes nieder. Im satten Grün des Rasens stolzierte ein Pfau. Wie kann man nur einem so merkwürdigen Vogel Einlass in diesen herrlichen Park gewähren, krächzte der Rabe. Er schreitet ja so stolz, als wäre er der Sultan persönlich. Hat er nicht ausgesprochen hässliche Füße? Und von welch dreister Farbe sein Gefieder ist. Wie er seinen Schweif hinter sich herzieht, sieht er aus wie ein Fuchs. Ein hässlicher Vogel. Damit hielt der Rabe inne. Die Antwort des Pfaus blieb lange aus. Endlich begann er wehmütig lächelnd: Ich glaube, deine Worte entsprechen nicht der Wirklichkeit. Du hast dich von Missverständnissen leiten lassen. Ich will es dir erklären. Du hältst mich für arrogant, weil ich meinen Kopf hochtrage. Du siehst, wie meine Schulterfedern sich sträuben und ein unziert. In Wirklichkeit bin ich alles andere als arrogant. Er blickte hinauf zu dem Raben und fuhr fort. Ich kenne meine Fehler und sie bereiten mir großen Kummer. Nur, um meine ledernen, faltigen Füße nicht mehr sehen zu müssen, trage ich den Kopf so hoch, dass du mich für stolzer als den Sultan halten konntest. Du siehst nur meine Hässlichkeiten. Und er schlug ein Rad, in dessen prachtvollem Farbenspiel sich die Sonnenstrahlen badeten. Vor meinen Vorzügen und meiner Schönheit verschließt du die Augen. Was du hässlich nennst, bewundern die Menschen an mir. Warum siehst du mich nicht so, wie ich bin? Nach Frau Etesami, einer persischen Dichterin. Eine wunderbare Geschichte. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr noch einen wunderbaren Tag erleben könnt, in dem ihr Räder schlagt und das, was tief in euch steckt, einfach leuchten lasst. Und ich wünsche euch Menschen um euch herum, die das erkennen können,
was euch so schön macht, was in euch steckt. Wenn ihr es noch einmal nachlesen wollt, diese wunderbare Geschichte, dann geht doch auf unsere Homepage auf www.dgpp.positum.org und schaut euch diese Zeitschriften an. Da gibt es noch sehr viel mehr. Das hier ist nur die erste Zeitschrift des ersten Jahrgangs aus dem November 1979. Also die Zeitschrift wird eigentlich auch 40 Jahre alt dieses Jahr. Meine Güte, wir haben ein Jahr voller Jubiläen. Wir kommen aus dem Feiern überhaupt nicht mehr raus. Und das ist auch gut so. Eine Zeitschrift für Erziehung, Selbsthilfe, Psychotherapie und transkulturelle Probleme, wie ihr hier unschwer als Untertitel lesen könnt. In diesem Sinne, ihr Lieben, bis morgen zu einer neuen Geschichte. Morgen dann aber wieder aus Der Kaufmann und der Papagei. Ist das nicht ein cooles T-Shirt? Yeah, Brandzwieback.